Im Kinzigtal im Schwarzwald zweigt bei Biberach das 16 Kilometer lange, idyllische Harmersbachtal ab. Zell ist die größte Ortschaft im Tal, die es zusammen mit den Orten Ober- und Unterharmersbach und kleineren Parzellen auf etwa 8000 Einwohner bringt. Neben dem Fremdenverkehr und der holzverarbeitenden Industrie ist die Zeller Keramikindustrie von wirtschaftlicher Bedeutung für Zell. Im historischen Stadtkern ist der älteste Baustil das Fachwerk. Als Vorbild dienten die Straßburger Fachwerkhäuser, die mit der Giebelseite zur Straße stehen. Ein Großteil der abgebrannten Fachwerkbauten wurde im 19. Jahrhundert durch prachtvolle Jugendstilbauten ersetzt. Diese Zeller Häuserzeilen gelten heute in ihrer Einheitlichkeit als beispielhaft für die Architektur des beginnenden 20. Jahrhunderts. Der weithin sichtbare, fast 700 Jahre alte Storchenturm ist das Wahrzeichen der Stadt Zell am Harmersbach und eines der wenigen Überbleibsel der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Im Turm und den Nebengebäuden ist heute ein Heimatmuseum mit Darstellung der alten Handwerke, Trachten aus der Region, Keramik und eine umfangreiche Uhrensammlung aus allen Zeiten untergebracht. Ein Bummel durch den Ort, in dem auch einige nette Boutiquen zu finden sind, lohnt sich auf jeden Fall. In den Cafés gibt es hervorragende Kuchen zu genießen. Die bekannte Wallfahrtskirche Maria zu den Ketten wurde in vier Bauabschnitten von 1480 bis 1911 gebaut. Ihre reichhaltige barocke Ausstattung mit Hochaltar und Deckengemälde ist für Kultur- und Kircheninteressierte sicherlich das Highlight im Tal. Wälder, Wildbäche und Panoramablicke. Die 14 Kilometer lange Hahn- und Henne-Runde, ein Schwarzwälder Premiumweg und Genießerpfad auf Zellergebiet, erfüllt viele Wünsche. Die Rundwanderung führt teils auf neu angelegten urwüchsigen Pfaden durch dichte Wälder, vorbei an Wildbächen oder an schroffen Felsformationen und bietet weite Ausblicke auf Schwarzwaldtäler mit einsam gelegenen Bauernhöfen und ferne Dörfer. An 5, 6 Rastpunkten sind liebevoll und witzige Holzinstallationen mit Sitzgelegenheiten angelegt, verziert mit dem bekannten Hühnerpaar des Dekors der Zeller Keramik. Unterwegs sind selbstgemachte Obstbrände geschäftstüchtiger Bauern in ausgehöhlten Holzstämmen und Kästen zu finden.